Hallöchen, meine lieben Pilzwussel, ich bin's, eure Pussel. Ja, ich habe in der letzten Zeit, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch ein paar Büchchen zeigen werde. Und ich habe natürlich ich habe mir ja Blöcke bestellt gehabt, also ein paar von Semperia und ich hatte das tolle Papier von Funkelkram und davon habe ich mir ein Junk Journal gemacht. Das ist ein ziemlicher Klopper geworden, wie ihr sehen könnt. Hier vorne ist es halt so rundlich und hier hinten ist es halt das Bein. Ne? Ihr seht, ich habe hier mit Papier gearbeitet. Dieses ist das Papier übrigens. Und die Hälfte mit Stoff, weil ich den Stoff einfach so cool finde. Ja, und hier ist ein bisschen gebanzelt dran. Da habe ich natürlich drauf geachtet, dass das auch passt. Ne? Und ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ich konnte endlich mal die ganzen Papiere benutzen, die tollen Papiere. So, dann fangen wir mal an, ihr Lieben. Das ist ein besonderes Buch. Warum, weshalb, das sage ich euch gleich. Ja, und so fängt das an. Seid ihr im Bild? Ich guck mal eben. Ja, so ist gut. Okay. Also es ist ein ganz normales Junk Journal. Hier habe ich so eine wunderschöne Karte drin. Das ist natürlich noch nicht fertig, ne? Das kennt ihr ja von mir. Weil ich werde meine Bücher so bearbeiten, sag ich mal, wenn ich Lust drauf habe. Ja, ich habe jetzt viele angefangene Bücher. Von Nils Holgersson angefangen bis Weihnachtsbuch, Elfenbuch. Ja, und jetzt die Bücher, die ich euch vorgestellt habe, gestern und heute das Buch. Es kommt noch eins, ein ganz besonderes auch. Und ja, und dann möchte ich mir die immer so rausholen, wenn ich da Lust drauf habe, wisst ihr? Ich mache das nicht so wie andere, dass sie die Bücher fertig machen, von A bis Z, sondern ich mache es ein bisschen anders. Ich hole mir die raus, wenn ich die für mich brauche, wenn ich da Lust drauf habe. Und deswegen habe ich die vorgearbeitet. Ja, und so kann ich mir die schön gestalten, wie ich möchte. Hier habe ich dann auch so eine Postkarte drinne. Die Tasse habe ich übrigens von Bastelmariechen. Da kommen doch ganz tolle Sachen. Die habe ich ein bisschen gestempelt. Ich möchte es euch nur mal so grob zeigen. Seht ihr? Auch von Bastelmariechen die Tüte. Habe ich so eine von Tim Holz benutzt. Den habe ich so einen Briefumschlag in die Hand gegeben, so einen riesen Briefumschlag. Ja. Hier haben wir auch wieder so eine schöne Gestalt. Moment, ich muss mal hier ein bisschen rüberrutschen. Oh, ist besser. Das ist viel besser. Habe ich dann auch so eine schöne Karte drin. Natürlich mehrere. Hier waren ja so viele Sachen dabei, die ich benutzen konnte. Ich habe hier alles benutzt, was ich benutzen konnte. Ihr habt mir in dem letzten Jahr so tolle Sachen geschickt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das passt doch gut. Da kann ich hier ein bisschen was mit reinbauen. Ne? So, dann kommen wir schon zu der ersten Special-Seite, sag ich mal. Ich habe vom Bastelmariechen vor ein paar Wochen oder Monaten, sagen wir mal, tolle Sachen bekommen. Tolle Papiersachen. Unter anderem auch dieses hier. Und zwar diesen Stuhl oder diesen Sessel. Und dann habe ich einfach so eine kleine Püppi hier rauf gesetzt und habe mir die hier festgeklebt. Süß, oder? Ja, mit Vorhänge und Hintergrund finde ich richtig toll. Passt voll gut in dieses Buch. Dankeschön nochmal für die tollen Sachen. Hier habe ich einen kleinen Briefumschlag und da habe ich hier Marilyn Monroe drauf. Ja, hier habe ich wieder so eine gestaltete Seite. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller durch. Hier wieder so eine tolle Karte.
Hier habe ich schon mal ein bisschen was geschrieben. Hier auch. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich möchte gerne in dieses Buch schreiben. Jetzt werden manche schreien und sagen, oh mein Gott, so ein riesen Bulka, so ein riesen Buch, wie willst du da drin schreiben? Ich mag das gerne zufällig. Ich mag das sehr, sehr, sehr gerne. Von mir aus könnte das auch noch dicker sein. Ich mag das auf dem Schoß, ein Kissen drunter und dann sitze ich auf dem Sofa und dann kann ich da wunderbar drin schreiben. Mit dem Malen ist es ein bisschen schwieriger, aber mit dem Schreiben geht's noch, ne? Und ich liebe das einfach, so dicke, fette Dinger in der Hand zu haben. Ich bin da richtig Fan von. Von mir aus könnte das aus allen Nähten platzen. Wisst ihr, was ich meine? Ich liebe es einfach. Es macht so viel Spaß. Und guck mal, man kann hier die Sachen wohl schön flach machen. Ja, und dieses Buch hat eben auch eine Besonderheit. Es ist mit Licht. Ich weiß nicht, ob es jemand schon mal gemacht hat mit Licht. Ihr wisst ja, ich liebe Licht. Und in dieser grauen Zeit braucht jeder Mensch Licht. Und dieses Licht ist natürlich auch nicht so hell, dass man jetzt davon blind wird. Aber so als kleine Spielerei habe ich mir gedacht, muss das einfach mal sein. Ne? Und ihr könnt schon sehen, hier habe ich verschiedene Papiere verwendet. Aus Büchern, Stamperia-Papier. Hier habe ich auch wieder so eine kleine Pippi hingeklebt. Eine Tasche ist hier wieder. Also alles, was ihr hier seht, das habe ich mir abgeguckt von der lieben Petra, Petra Limier. Die macht so tolle, 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 tolle Bücher. Und ich liebe ihren Stil. Ich liebe es einfach. Und ja, es gibt immer wieder neue Sachen bei ihr zu entdecken. Und das hat mich dieses Jahr sowas von glücklich gemacht. Deswegen erwähne ich das jetzt auch hier öffentlich. Weil das hat mich wirklich, wirklich glücklich gemacht und ich habe immer wieder neue Sachen entdeckt und gelernt. Und die habe ich hier natürlich in diesem Buch auch ein bisschen verewigt, sozusagen. Ja, und habe es mir eben so gestaltet, das Buch. Hier ist zum Beispiel eine Tüte, wo man eben auch Sachen reintun kann. Hier sind wieder... Ne? Das ist ziemlich, 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 ziemlich bulkerig geworden. Aber es macht nichts. Nee, die Seite wollen wir nicht sehen. Wie gesagt, das kann ich noch alles bekleben. Ich kann noch Sachen reinbringen. Ich kann noch Sachen ausschneiden aus der Zeitung. Wenn ich jetzt zum Beispiel was finde, was zu Reisen passt, meinetwegen ein schönes Bild von einem Koffer oder so, kann ich mir das hier reinkleben. Guck mal, ich habe hier noch die wunderbaren... Aufkleber von Funkelkram, guck mal, habe ich noch diesen riesen, ne, oder kann ich so viele Sachen teilen. Ich könnte mir das auch einzeln ausschneiden, aber das würde ich schade finden. Ja, und das ist, das klebt, ja, das zieht man hier ab und dann klebt das. Aber ich konnte es irgendwie nicht zerschneiden, weil das ist einfach, ja, zu schade. Deswegen ist das hier drin und vielleicht kann ich es irgendwann gebrauchen. Ja, hier habe ich viel Platz zum Schreiben gelassen, wie ihr sehen könnt. Natürlich kann man die Seiten auch noch gestalten, das ist ganz klar. Ich habe hier verschiedene Seiten benutzt, verschiedene Papiere, wie man das eben so kennt vom Junk Journal. Und ja, hier ist ein kleiner Briefumschlag, der noch gefüllt werden kann. Hier eine tolle Karte, die ich in der Post hatte. Also ihr seht, das ist eine Menge und ich liebe dieses Buch einfach. Richtig schönes Papier, also wirklich. Hier wieder ein kleines Lämpchen, ein bisschen Licht. Das ist jetzt nicht so hell, dass man damit schreiben könnte im Dunkeln, aber es soll einfach nur eine kleine Spielerei sein für mich, weil ich liebe einfach Licht, ne? Ja, hier könnt ihr sehen, wieder so eine schöne Karte. Hier habe ich diese Kärtchen, die im Set waren, mit untergebracht. Hier kann ich noch distressen und. Das ist jetzt roh praktisch, ne? Hier habe ich noch nichts drin gemacht. Ich möchte euch das nur zeigen, wie es aussehen kann,
wenn ihr alles Mögliche zusammenkramt, was ihr habt, an Papieren. Ich nehme ja gerne hier diese Papiere, also diese Blöcke, weil man da schönes Papier einfach hat, um zu verarbeiten. Hier habe ich eine kleine Tüte, da kann man hier den Umschlag zum Beispiel, der war auch im Set dabei. Richtig, richtig toll. Ich liebe sowas. Es macht unheimlich viel Spaß. Jetzt kriege ich den wieder nicht hier rein, das war ja klar. Moment, ihr Lieben, ich muss mal eben hier bummeln. Jetzt habe ich es. Nein! Ich mache es später. Ja, das kennen wir ja schon, ne? Dass es immer schwierig wird, vor der Kamera die Sachen wieder da rein zu fummeln. Ja, also ihr seht, was ich für Papiere benutzt habe. Und hier kommt wieder so ein Stuhl. Den habe ich noch nicht besetzt, diesen Stuhl. Aber ich finde es einfach nur genial. Und ich liebe alte Sessel. Und ich finde, wenn man auf Reisen geht, hat man immer das Problem, dass man auch gut sitzt, finde ich. Ja. Weil zu Hause sitzt sich einfach am schönsten. Oder schläft sich auch am schönsten, ne? Ja. Ja, ihr Lieben. Also, wie gesagt, ich habe hier einiges gemacht. Und jetzt kann ich dann, wenn ich dann Lust auf dieses Buch habe, eine Seite gestalten oder eine Seite fertig machen. Und so weiter und so weiter. Das ist auch wieder so ein schöner Sessel. Hier habe ich Tapete benutzt. Das ist von Christine Kreativ. Da habe ich auch einiges hier drin. An Papieren. Der hatte mir ja so ein tolles Paket geschickt. Da waren so tolle Sachen drin. Konnte ich hier mitverarbeiten. Das ist schon das zweite. Also die Mitte vom zweiten Signature. Hier habe ich dann auch wieder so eine tolle, wunderschöne Karte drin. Ja, und ich habe versucht natürlich, so wie ich das gelernt habe, von Petra, immer in jedem Signature die gleiche Anzahl von Papieren und auch geordnet. Ich habe es geschafft dieses Mal, dass ich das wirklich hingekriegt habe. Hier ist wieder so ein schönes Papier von Christine Kreativ. Das ist richtig Tapete und richtig Struktur hat das. Richtig toll. Ja. Also ihr seht, es ist überall fast dasselbe an Papieren. Ich liebe diese Papiere, die sind richtig toll. Und ich habe jetzt auf jeden Fall meinen Weg gefunden, wie ich das machen kann mit den Büchern, damit ich nicht so viel auf dem Tisch habe. Ich habe es euch ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Ich mache zuerst, hier ist zweite Signatur zu Ende. Jetzt kommt die dritte. Ich mache das immer Schritt für Schritt. Ich mache zuerst meinetwegen die Blätter, also die Signaturen. Dann mache ich mir den Buch, Band, also mische schon den ein. Wie heißt es? Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Vorne und hinten halt. Ja, dann nähe ich mir das ein. Dann gestalte ich mir das. Und immer Schritt für Schritt. Und dann hole ich mir das raus aus dem Schrank. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja so Kästen, wo die Bücher, die noch nicht fertig sind, drin sind, mit den ganzen Materialien dafür. Ich sammle ja. Und wenn ich was in die Finger kriege, tue ich das immer in den passenden Kasten. Ne? Zum Beispiel für dieses Buch Reisen tue ich dann alles in den Kasten und dann habe ich alles zusammen und dann kann ich gut arbeiten. Bei meinem Platzmangel hier.
Ja, aber ihr seht, es geht. Ne? Hier ist auch wieder so ein toller Sessel. Mal eben wieder runter machen. So. Ja, also es ist ganz normales Junk Journal, ne? Ihr seht. Das ist jetzt nicht so interessant, weil es ist ja noch nicht. Und hier ist eben das Papier. Könnt ihr es sehen? Genau. Ah ne, jetzt dachte ich, doch hier. Dann habe ich zugeklebt, schade. Aber Imagine heißt das, glaube ich. Ich kann es gar nicht aussprechen. Ja, ihr Lieben. Und hier habe ich eben auch das Licht verlegt. Nun, die Seite kann man ja, wenn man möchte, hier so draufkleben. Ne? Dann hat man hier eben, das kann man auch hier runter machen. Ja. Und dann hat man ein wunderbares Junk Journal. Ich habe noch keine Spitze geklebt, noch gar nichts. Nur damit ihr das mal seht. Ja. Da könnt ihr das hier leuchten sehen. Und von hier auch. Ja, ihr Lieben. Das war auf jeden Fall mein kleines fettes Büchlein. Und ich freue mich schon, das zu bearbeiten. Ja. Und dann kommt morgen noch eins. Und das ist ein richtig cooles. Richtig, richtig, richtig cool ist das. Das hat auch riesen Spaß gemacht. Und das ist ein wunderbares Junk Journal Buch, Malbuch Art geworden. Ich zeige euch das dann, wenn ich das nächste Mal wiederkomme, okay? So, meine Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Start ins neue Jahr. Besser gesagt, viele sind ja schon gestartet, ich noch nicht. Und ich freue mich auf eine schöne Zeit mit euch auf jeden Fall. Morgen komme ich dann nochmal, vielleicht auch heute schon, mit dem anderen Buch, weil das ist ein absoluter Traum geworden, für mich jedenfalls. Und das möchte ich euch natürlich gerne zeigen. Ja, ihr Lieben, ich sage schon mal Tschüss erstmal. Bis dann, eure Filzbussel. Ich habe euch lieb.